Ja, sprechen wir live jetzt mit unserem Korrespondenten in Israel, in Tel Aviv, Christian Limpert. Christian, ein Angriff, den es so noch nie gegeben hat, der aber auch angekündigt war. Wie sehr hat dieser Angriff Israel noch überrascht? Nun, als heute Nacht oder später am Abend, gestern Samstagabend, die Meldung kam, dass nun aus dem Iran Drohnen und Raketen auf dem Weg nach Israel sind, da war das schon ein Schock für viele. Man hatte lange überlegt, ob es Iran wirklich diese Drohungen, diese Spekulationen wahr macht. Und die große Frage war zunächst mal, was kommt da und was will Iran ins Visier nehmen? Es war sofort Lärm in der Luft, israelische Kampfflugzeuge, die ganze Nacht über dem Himmel, über dem israelischen Luftraum gekreist sind. Und tatsächlich die erste Entspannung, wenn man das so sagen kann, dann so gegen 2 Uhr Ortszeit, nachdem der Iran gemeldet hatte, dass der Angriff vorüber ist, abgeschlossen ist und nachdem auch klar war, dass es keine großen, keine wirklich ernsten Schäden gegeben hat. Mhm. Bleiben wir kurz bei den Schäden. Wie waren die? Wie viele Menschen sind möglicherweise verletzt worden? Wie groß waren Sachschäden? Also was die Gesundheitsbehörden und das Verteidigungsministerium bislang bekannt gegeben haben, hat es insgesamt 31 leicht verletzte Menschen gegeben. Dazu gehören auch traumatische Verletzungen, wenn man so möchte. Es wurden von diesen mehr als 300 Flugobjekten, die meisten davon Drohnen, 99% abgefangen. Und Ziel waren Teile der Golanhöhen, also annektiertes israelisches Gebiet, und Teile im Süden, südlich von Jerusalem, wo der Iron Dome, das Flugabwehrsystem der Israelis, viel abgefangen hat. Dennoch ist in der Nähe einer Militärbasis in Südisrael ein Teil einer Rakete, eines Flugobjekts abgestürzt, abgeschossen worden. Dabei wurde ein Kind verletzt, ein 7 Jahre altes Kind. Hier ist noch unklar, wie schwer es verletzt wurde, aber es gab sonst keine weiteren Schäden. Und wie gesagt, 31 Verletzte, bislang keine Todesopfer. Mhm. Jetzt heißt es aus Israel, man werde hart reagieren. Gleichzeitig berichtet der amerikanische Fernsehsender CNN, dass Joe Biden, der amerikanische US-Präsident, in einem Telefonat mit Benjamin Netanyahu, dem israelischen Premierminister, gesagt haben soll, wenn Israel nun Iran angreife, würde man das nicht unterstützen. Bei der Verteidigung hat man ja gestern Nacht geholfen. Was macht Israel jetzt? Es gibt am Nachmittag hier Ortszeit 15.30 Uhr eine Krisensitzung des Kriegskabinetts und genau da wird es darum gehen, wie man reagiert. Es ist richtig, US-Präsident Biden, der ja davor schon klar gemacht hat, dass Amerika unverbrüchlich an der Seite Israels steht, auch bei einem iranischen Angriff. Er hat gleichzeitig in einem Telefonat Premierminister Netanyahu klargemacht, dass man eben einen Gegenschlag Israels nicht unterstützen werde. Auch die G7, dafür hat er bekannt gegeben, dass er da heute eine diplomatische Antwort formulieren möchte. Das heißt, der Druck auf das Kriegskabinett, auf die Regierung Netanyahu ist groß, von einem harten, schnellen Gegenschlag abzusehen, möglicherweise eine diplomatische Antwort erstmal zu formulieren. Gleichzeitig haben aber israelische Politiker, wie zum Beispiel der Außenminister Katz, gesagt, man habe vor dem Angriff ganz klar gesagt, man werde in gleicher Härte zurückreagieren und dabei bleibe man auch. Also das sind nun Positionen, die sich sehr stark gegenüberstehen, wo wir einfach abwarten müssen, ob sie sich vereinen lassen. Aber die Frage, die hier alle beschäftigt, ist tatsächlich, wie wird die Reaktion Israels ausschauen und wie wird dann wiederum möglicherweise auch der Iran reagieren. Mhm. Christian, von dieser Reaktion Israels könnte ja auch abhängen, wie groß dann ein möglicher Flächenbrand nach dem heutigen Tag tatsächlich sich ausweitet. Schätzen Sie uns das doch gerne noch mal ein. In dieser Regierung, dieser rechtskonservativen oder rechten Regierung mit vielen Hardlinern, wie wahrscheinlich ist es, dass die sich am Ende möglicherweise auch zum eigenen Machterhalt, möglicherweise für ein Wohle Israels, über ein Wohle Israels hinwegsetzen? Das ist schwer zu beantworten, denn genau genommen, rein formell, gibt es gerade zwei Regierungen. Es gibt das Kriegskabinett, das ja jetzt seit dem 7. Oktober zusammengetreten ist, in dem zum Beispiel auch Oppositionspolitiker wie Benny Gantz sitzen, die immer wieder klargemacht haben, dass sie zum Beispiel die Kritik der Amerikaner, die es ja am Vorgehen im Gazastreifen zum Beispiel gab, auch ernst nehmen. Das ist also ein Teil der Regierung, der gerade der anderen Regierung sozusagen übergestellt ist. Dennoch, für wichtige Entscheidungen braucht es dann auch die Zustimmung der Regierungskoalition Netanyahu. Und da sitzen eben zum Teil rechtsextreme Minister drin, wie ein Finanzminister Smotrich oder ein Minister für innere Sicherheit Ben-Gvir, die Netanyahu immer wieder klar machen, wenn er
zu weich reagiert, wenn er auf Kritik der Amerikaner eingeht, dann drohen sie mit Bruch der Koalition. Und das hieße dann tatsächlich auch das Ende der Premierministerkarriere Netanjahus. Also ein schmaler Grat, den er da irgendwie hinbekommen muss. Er ist Druck gewohnt. Aber ja, die Frage, wie Israel vorgeht, ist schwierig. Denn gleichzeitig steht über allem ja auch das Ziel des Iran und der Amerikaner eben, nicht in einen direkten Konflikt gezogen zu werden. Die Amerikaner wollen das vermeiden, dass sie direkt mit dem Iran in einen Krieg gezogen werden. Zum Abschluss noch, Sie haben den Finanzminister Smotrich schon angesprochen. Der hat heute früh dann auch gleich klar gemacht, jetzt müsse man auch im Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen härter vorgehen und hat schon gleich gefordert, jetzt müsse auch der Einmarsch in Rafah im Süden des Gazastreifens kommen, den ja doch viele in der Weltgemeinschaft oder gegen den sich viele in der Weltgemeinschaft auch ausgesprochen haben. Wie wahrscheinlich ist es, dass durch diesen Eingriff, den Angriff Irans auf Israel, jetzt auch dieser Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen noch härter geführt wird? Eine erste Konsequenz ist zunächst mal, dass die Hamas das neue Vermittlungs- oder Verhandlungsangebot Israels zurückgewiesen hat. Das heißt, der neue Versuch, sich um eine Waffenruhe zu bemühen, der ist gescheitert. Ja, und es gibt natürlich jetzt die Stimme von Hardlinern, die sagen, jetzt müssen wir dort auch massiv vorgehen. Aber auch hier gilt, die Meinung eines Finanzministers aus der Regierung ist erstmal untergeordnet. Entscheidend ist, dass das Kriegskabinett entscheidet und natürlich auch, wie das Militär die Strategien weiterentwickelt. Und da sind die Amerikaner nach wie vor eine wichtige Stimme. Also da kann es auch sein, dass natürlich die Amerikaner jetzt wieder näher mit den Israelis kooperieren und gemeinsam Strategien dort auch abstimmen. Das ist Spekulation. Fakt ist, eine Waffenruhe ist durch diesen Angriff Irans erstmal weiter vom Tisch. Vielen Dank, Christian Limpert, unser Korrespondent live aus Tel Aviv. Vielen Dank für die ganzen Einschätzungen hier am Mittag bei Phoenix.